So. Malayalische Handelsgesellschaft hat offen. Indeed. Ich glaube, zu ihm müssen wir gar nicht. Wir müssen halt so. Zu ihr. Wir müssen ein Stockwerk höher. Zum Gouverneur. Weil sie ist. Nee, halt, sie ist der Gouverneur, aber. Warum auch immer man einen Gouverneur. Nöhr braucht auf einer Insel, die gar nicht einem selber gehört. Dass jetzt Port Mar hier einen Gouverneur oder Port Marge einen Gouverneur hat. Ja, okay, aber hier einen Gouverneur zu haben. Weil hier ist der Direktor. Ja, Büro des Direktors, genau. So, Castol. You've been a great assistance to us in the city, I hear. A great many glowing reports. Ich höre, dass du uns in der Stadt große Dienste geleistet hast. Ich erhielt zahlreiche schwärmerische Berichte. Now then, did you have a reason for coming by? Gut, gibt es einen Grund für deinen Besuch? Ich ging für Forante nach Krummsporn. Ich dachte, es mir ist interessiert dich. Vielleicht, dass ich diese Angelegenheit mit Meister Kua bereits für dich erledigt habe. Ich ging für Forante nach Business. Ah ja, diese Sache. Was ist daraus geworden? Castor vertieft sich darin, seine Brillengläser zu putzen. Die Sklaven sind frei. I'm certain you had your reasons. Ich verstehe. Ich bin sicher, du hattest deine Gründe dafür. Castor zieht den Kopf ein und wirkt momentan aus der Fassung gebracht. Sie sind frei, um ihren eigenen Pfad zu wählen, wie es sein sollte. I see. Then may they come to happy fates. Certainly the company's fate is no happier for it. Verstehe, dann möge ihnen ein glückliches Schicksal beschieden sein. Ein glücklicheres, als es der Gesellschaft in dieser Angelegenheit beschieden war. What's done is done. Clearly you handled matters as you saw fit. There are worthier tasks ahead of us. Geschehen ist geschehen. Ganz offensichtlich hast du die Dinge geregelt, wie du es für richtig hieltest. Nun warten würdigere Aufgaben auf uns. Oh, der ist aber. Er ist wahrscheinlich ein bisschen verärgert, aber er nimmt es doch gelassen, ne? Also ja, damit habe ich auch Gleichgesinnte erledigt. Oh Gott, da könnte ich ihm noch einiges fragen. Gehen wir lieber. Weil ich denke mal, jetzt noch hier ihm Löcher in den Bauch fragen und euch damit langweilen, brauchen wir nicht unbedingt. Können wir vielleicht beim nächsten Playthrough mal machen. Weil ich finde, das Let's Play wird jetzt schon recht lang. So, das heißt, wir haben für alle vier Fraktionen die Quest abgeschlossen. Was noch fehlt, ist für die Huana die Hasongo. Okaizo-Quest, genau. Und wahrscheinlich, wenn wir das abgeschlossen haben, werden wir vor die Wahl gestellt, welche Fraktion wir uns, von welcher Fraktion wir uns Hilfe holen. Hier kann ich leider wahrscheinlich nicht meine Gruppe editieren. Hätte ich wahrscheinlich im Laden machen können. Gorn's sickle comes for us all. Yet his light shines brightest for those who embrace him.
Schuster. Naja, gut. Verkaufen wir unser Lederzeug bei ihm. Okay. Versteck. Erstmal hier. Billiges Stoffzeug. Das absolut keinen Mehrwert hat, verkaufen. Umhang des Schutzes kann weg. Reif des Intellekts kann auch beides weg. Die beiden können weg. Ganz ehrlich, wir haben keinen Barbaren, also können wir den auch weg. Ja, die können weg von mir aus. Also blaue Sachen verkaufe ich, gelbe Sachen nicht unbedingt. Geringe Abwehr kann weg. So, hier. Sortieren wir mal nach Warenwert. Roparo-Kleidung kann weg. Edirianische Kleidung kann alles weg. Abgenutzte Robe können weg. Mantelrock kann weg. Brigantin und Gambason können weg. Die Kleider des Boden behalten wir noch. Lederrüstung können weg. Lederrüstung der Prinzipi. Roben können weg. Lederrüstung, gute können weg. Gute Roben können weg. Gute Rohrhautrüstungen, gute Gambason. Außergewöhnliche Brigantinen können weg. Brigantinen. Lederrüstung, außergewöhnliche. Außergewöhnlicher Gambason kann weg, weil wir haben garantiert da oben einen hervorragenden Gambason. Nehmen wir einen auf. Hervorragende Rohrhautrüstung kann weg. Eine hervorragende Robe, das heißt die außergewöhnlichen können weg. Rohrhautrüstung können alle weg. Lederrüstung können auch alle weg. Und da haben wir schon 58.000 Geld wieder reingeholt. So, jetzt zum Schmied unseres Vertrauens. Ach ja, und ich nehme von hier die beiden Kanonen weg. Und verkauf sie. Ich kaufe mir nämlich nur Dürrwälder Schnauzen. Einfach weil ich auch gelesen habe, dass das eigentlich von der Bewaffnung her die besten Kanonen sind eigentlich. Was Reichweite, Nachladegeschwindigkeit und Schaden angeht. Ja. Wir wollen weiterverkaufen. Die Sachen erstmal. Guter Brustharnisch kann weg. Gute Kettenrüstung. Außergewöhnliche Kettenrüstung. Außergewöhnlicher Plattenpanzer haben wir nichts Besseres. Aber eine hervorragende kann weg. So, Waffen. Fangen wir unten an. Kampfstab kann weg. Zeptare können weg. Pistole kann weg. Fackeln heben wir mal auf. So. Gute Donnerbüchse kann weg. Gute Keulen können weg. Gute Pistole, eigentlich alles, was gut ist, kann weg. Guter Dolch kann weg. Gute Kriegshammer kann weg. Guter Säbel, guter Speer. Gute Streitkolben, die ganzen guten Zauberstäbe. Schwerter. Zepter. Oger, Dolch, große Schilde, kleine Schilde, Streitflegel, Stäbe, gute Arpalest kann weg. Das ist die Spezialwaffe. Okay, außergewöhnliche Sachen. Wir haben da oben eine hervorragende Pistole, also können die außergewöhnlichen alle weg. Keule kann sowieso weg. Eine Donnerbüchse haben wir da oben keine, also bleibt die außergewöhnliche mal da. Streitechse brauchen wir nicht, Dolche auch nicht. Säbel haben wir eh mehr als genug. Zauberbücher bis auf 1, was wir doppelt haben, kann weg. Ja. Streitkolben benutze ich nicht. Das benutze ich nicht. Rapier nicht. Schwerter habe ich garantiert da oben. Kein
Hervorragendes, aber ich habe jede Menge gelbe Schwerter. Stilets brauche ich nicht. Schild nicht. Zepter habe ich da oben ein hervorragendes. Ein Streitflegel auch nicht. Stäbe habe ich da oben auch hervorragende. Also kann der Stab weg. Zwei Hände habe ich da oben einen hervorragenden. Kann der weg. Aber lässt eine behalten. Armbrust eine behalten. Ich habe einen hervorragenden Kriegsbogen, also kann der weg. Jagdbogen einen behalten. Kampfstäbe brauche ich keine. Panzerbrecher habe ich keinen da oben. Kriegsbeile können weg. Zauberstäbe können weg alle. Streitkolben brauche ich nicht. Speer behalte ich mal einen. Säbel behalte ich keinen, weil ich habe genug Säbel. Kriegshämmer weg. Dolch weg. Kriegsaxt weg. Kleiner Schild weg. Ein hervorragender großer Schild wird behalten. Stilett kann weg. Streitflegel kann weg, genauso wie der Morgenstern. Das wäre es eigentlich schon. Ah. Das ist eine sehengebundene Waffe, genauso wie die hier sehengebunden ist und die hier sehengebunden ist. Ja. Hier gibt es nichts mehr. Hier haben wir auch alles verkauft. Fallen. Fallen können alle weg. So. Und ein Brief vom kleinen Tierschnitzel. Den können wir auch wegpacken. Gut. Hier nichts. Zutaten will ich auch behalten. Die nehmen eh nicht viel Platz weg. Mhm, aha. So, jetzt sind wir ordentlich reich. Können uns unser neues Schiff kaufen und einrichten. Das ist dann das vorletzte Schiff auf der Liste. Ja, deine Waren. Genau, die Galeone als nächstes. Braucht 8 Mannschaft. Braucht 2 Züge zum Drehen. Hat aber ordentliche Zustände. So. Oh ja, für das brauchen wir auch noch die Menagerie und die Quartiere des Captains. Wir haben immer noch keinen Chirurgen. Das ist das Erste, was wir in Angriff nehmen. Die Häfen nochmal anfahren. So, das Ding ist übelst bewaffnet nachher. Mit jeweils 4 Kanonen pro Seite. Brauche ich noch einen kanonierenden zusätzlichen. auf aktives Schiff. So, Segel. Rumpf. Unsere Heimatflagge. Rumpffarbe. Nehmen wir ruhig braun. Schiffsname, Segelfarbe. Das ist übrigens die Defiant 4. So. Ja. Du bist Matrose. Du bist Matrose. Du
bist krank. Du bist Köchin. Du bist Matrose. Du bist Matrose. Nee, du bist Kanonier. Du bist Kanonier. Steuermann. Du hast noch einen Schaden. Nee, ein bisschen unfreundlich. Und du bist Matrose. So, das heißt, wir brauchen noch einen Kanonier und einen Chirurg und einen Bootsmann jetzt.